Isabel schreibt: Hallo Thomas. Bis vor ein paar Wochen konnte ich Kanal Telemedial noch auf dem Sendeplatz vom Kinderkanal empfangen. Mittlerweile liegt da jetzt der MDR drauf. Ja, ich glaube, der Kinderkanal wird auch vom MDR produziert. Naja, jetzt schaue ich, wenn möglich, im Internet. Genau. Also es ist nicht so schlimm. Liebe Analog-Zuschauer, also sehen Sie den Kinderkanal und danach uns. Kann es sein, dass Sie uns aus irgendeinem Grund von heute auf morgen nicht sehen? Und jetzt wird's wichtig. Wie finden Sie uns dann? Macht noch mal die Reichweiten rein. Kaufen Sie sich einen Digitalreceiver und schmeißen Sie dann den alten analogen weg oder stellen Sie den ins Kinderzimmer. Investieren Sie sich einen Monat, 30, 35 Euro kostet noch ein Digitalreceiver. Wenn Sie schon die Monatsmiete nicht, den Monatsbeitrag für Kanal Telemedial bezahlen können, dann sage ich, wenn Sie sich einen Digitalreceiver kaufen und Sie speichern Kanal Telemedial auf Platz 1 auf Ihren Sendeplatz, dann auf Platz 1 auf Ihren Sendeplatz, dann entlasse ich Ihnen einen Monat Bereitstellungsgebühren, die Sie sowieso nicht zahlen. Ach so, da war doch noch ein Besucher da. Das ist der Brief von dem Besucher, der ist wieder weg. Der wird auch mit rein. Oh. Na, guckst du. Das waren die eine. Ja. Ja, also ganz arg wichtig, Kanal Telemedial. Habt ihr die Reichweiten durchlaufen lassen unten? Ja. Haben wir überhaupt noch Masken so für die Reichweiten? Wir machen mal die Pflicht, genau, die Reichweiten. Hier können Sie die Reichweiten sehen. Schreiben Sie sie in aller Ruhe ab. Ja, ich folge jetzt dem Rat von meinem letzten Anrufer, der noch auch denkt, heute könnten wir ein bisschen trommeln. Die Margit? Mhm. Hallo Margit. Ja, hallo Thomas. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich in der letzten Zeit einige Impulse gebe zu einer Richtungsänderung. Und da freue ich mich eigentlich sehr drüber. Ich habe es nicht richtig gefasst, Margit. Dass ich für mich selber einige Impulse gegeben habe für eine Richtungsänderung. Mhm. Mhm. Und dann, ja, habe ich halt irgendwo vom Heinrich Kleist nur so einen Spruch gelesen, der hat mich wieder ein bisschen irritiert oder es zumindest zum Nachdenken. Sich ohne Reiseplan auf die Reise begeben,
heißt erwarten, dass der Zufall uns an das Ziel führt, das wir selbst noch nicht kennen. Was hältst du davon? Sag das nochmal mit ein bisschen weniger Dialekt. Sich ohne Reiseplan auf die Reise begeben, heißt erwarten, dass der Zufall uns an das Ziel führt, das wir selbst noch nicht kennen. Mhm. Aufpassen. Es ist was dran. Die Tonja hat auch gerade gesagt, loslassen und vertrauen, es sind die magischen Worte. Aufpassen. Es gibt noch was, was ich denke, sollte man immer im Auge halten. Es gibt unseren Willen. Mhm. Wenn du ohne Willen und ohne Ziel gehst, dann bist du kein Mensch, dann bist du auch kein Tier und auch keine Pflanze, sondern nur noch ein Blatt im Wind. Mhm. Das war der Heinrich Geist, nicht ich, gell? Naja, aber es geht ja darum, ich habe es so wahrgenommen, dass du mich fragst, ob du das tun sollst oder ob du so losmarschieren sollst, sonst wird es mich ja nicht anrufen. Oder? Möglich. Ja, möglich. Auf jeden Fall, also das kann ich dir sagen. Und nochmal, schafft euch ein Ziel, schafft ihr ein Ziel. Und das Ziel ist, wo kannst du dich entfalten? Wo kannst du dich ganz und gar entfalten und aufblühen, sodass du im Zentrum des Paradieses stehst? Das ist das A und O. Also du kannst jetzt schon, hab dich ja jetzt kennengelernt und du hast schon spirituell sehr gute Arbeit geleistet, doch das Gleichgewicht, das kleine Einmaleins, wenn du das noch ein bisschen trainierst, wird es noch viel harmonischer und dann wirst du sehr bald in deine Vollkommenheit kommen und wirst schon die ersten kleinen Erleuchtungen erleben. Und dann solltest du dir jetzt schon Gedanken machen, was du denn tust, wenn du erleuchtet bist, Margit. Verstehst du? Mhm. Hörst du? Das ist wichtig. Und genau dieses Ziel, das du im Auge hast, da mit dem Gottvertrauen im Hier und Jetzt dich hinführen lassen, ne? Wo du dann klar den Impuls kriegst, da gehe ich hin. Aber das machst du ja eh fantastisch. Da bist du sicher. Aber ich sehe in dir zwei Herzen schlagen. Ein Herz, das eigentlich am liebsten das Paradies um dich herum zu Hause halten will. Da hast du dir ja schon Schönes geschaffen. Und andererseits spüre ich, du willst raus. Du willst raus auf die Piste. Es ist Frühling, weißt du, ich auch. Ich freue mich hier auf den Umzug und wenn man mir das abnimmt, wäre ich sehr dankbar. Ne? Also ich wäre echt happy, wenn uns jemand den Umzug abnimmt, wenn wir da Hilfe bekommen würden durch eine Umzugsfirma, durch Fachfirmen und so. Und dann muss ich noch die Studios in der Telekontor dann wieder einrichten. Dann will ich nach Thailand. Aber was ich mir wünsche ist, ich will auf Tournee, ne? Ich will raus, ich will auf die Marktplätze. Ich habe bei einer telemedialen Freundin jetzt in Ghana 200 Champen bestellt. Ne? Und dann möchte ich wie Zigeuner im Konvoi reisen mit telemedialen Freunden und möchte dann Kanal Telemedial live aus den Städten machen, wo wir die Trommeln dann für 5 Euro ausleihen für ein paar Stunden. Ne? Und dass wir dann Trommelsession machen und mit den Leuten trommeln und tanzen. Ne? Mit guten Vorträgen und Musikkunst. So ein Reisezirkus. Darauf habe ich Lust. Und im Winter weniger. Ne? Da könnte man es in den Hallen machen. Aber da bin ich doch dann gleich lieber zur Weiterbildung meiner spirituellen Seele nach Thailand unterwegs. Ne? Gehst mit nach Thailand, oder? Ja. Ja, okay. Na, hast du gesehen gerade, Tonja? Ja, schön, war, ne? War toll, ja. Ja, jetzt kann man so ein bisschen fassen, ne? Ja, jetzt sieht man ungefähr schon, wie es dort aussieht, ne? Aber wie gesagt, ich habe schon Impulse gegeben und wenn ihr mal Impulse gibt, dann ist es meistens so, dass dann Erdrutsch kommt, ne? Ja. Naja. So schauen wir mal. Ja, okay. Okay, tschüss.
Tschüss, Maggie. Ciao. Baba. Baba. Auf geht's, telemedialen Freunde. Was ist bei euch los? Meldet euch. Wie geht's euch? Ran ans Telefon. Haltet mich frisch und wach. Ich habe keine Lust, E-Mails vorzulesen. Irgendwie habe ich keine Lust, E-Mails vorzulesen. Ja, ihr schreibt alle, Thomas, mach weiter. So viele sagen, Thomas, mach weiter. Wollt ihr gucken, wie lange ich rennen kann oder was? Bei was soll ich weitermachen? Macht ihr weiter und ruft an. Ja. Macht ein bisschen Musik kurz, eine Minute. Ja. Ja, wo seid ihr, telemedialen Künstler, telemedialen Freunde? Wer macht ein bisschen mit mir Musik? Wer will ein bisschen mit mir singen?
Thank you.
Hey, 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 hey. Wie lange habe ich denn jetzt gespielt?